Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT Live. Ich bin Kolle, wir fahren ein bisschen Panzer 4H mit HE, wo wir 105 mm, 53 Durchschlag, 410 Schaden auf Sprenggranate und auf Premium haben wir 104 Durchschlag bei 350 Schaden. Ich glaube, die Munition habe ich noch nie verschossen. Man kriegt auch die 50 Schuss nicht unbedingt los in dem 5er Gefecht. Und genau das haben wir erwischt. Wir sind auf White Park, da war ich seit Ewigkeiten nicht und jetzt wird es Zeit, dass wir hier dem Gegner ein bisschen einheizen. Ja, yeah, Baby. So. Wir haben ein kleines bisschen Gunnebüschen. Wir haben hier die Möglichkeit, uns seitlich so zu stellen, dass wir dem Gegner den einen oder anderen Schuss verpassen können. Jawohl, T-34 will uns da eine mitgeben. Da drüben ist die Arti offen. Da ist der AMX-ELC-BS draußen. Nee. Artillerie war da hinten eigentlich schon offen. Aber keiner wollte drauf schießen, habe ich das Gefühl gehabt. Weil er so friedlich da stand, haben sie sich gedacht, nee, müssen nicht sein. Verdammt. Also hast gerade eben nicht gesehen, was ich mit deinem Kollegen gemacht habe? One shot, one kill, Digga. Da hinten kommt bereits einer durch. Machen wir mal. Ne, das ist ein Dach in der Nähe, okay. In die Seite gibt es nur 100. Irgendwo von T-34. 4 zu 1 steht es, schon mal nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob ich da oben hinschießen kann. Zumindest nicht von da. Hat Wege. Ne, kriege ich keinen Schuss drauf. Nicht mal mit Glück. Grill ist offen, kann er die Artillerie reinhalten? Anscheinend nicht. Kann er leider wenig machen. Ist schade. Leichte Feldobitze da hinten. A19, okay. Den habe ich auch wirklich oberglücklich erwischt. Ansonsten wäre das ja nicht so ausgegangen. So, T-34 hier unten. Nee. Ja, normalerweise nehme ich ihn auch mit einem Schuss raus, aber das hat sich jetzt hier leider nicht ergeben, denn ich habe ihn, glaube ich, nicht richtig erwischt. Ging der Schuss denn hin? Warum schießt er nicht auf mich? Ah, oh, wieder drüber. Wo bleibt die Artillerie? Gehen wir direkt in den Frontalkampf. Hey! Das war böse. Das mag ich nicht. Er hat mir meinen Diebstahl gestohlen, meinen Klau geklaut, meinen... Die Sau. Menno. Su 85. Immer noch irgendwo am Leben. Wir fahren immer spontan rein. Da drüben steht sie. Daneben natürlich, war ja klar. Aber dann ist sie dran. Nee. Brauchst du mir gar nicht dumm kommen, Digga. 1473 Schaden ausgeteilt, 350 geblockt und 595 Hammer aufgeklärt. Das war ein schönes Spiel. Aber am Verfredern. So, was gibt's denn dafür? Ein 1er vielleicht. Ne, ist das nicht, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ein 1er, jawohl. Sehr schön. Immer noch einer meiner Panzer, die ich am liebsten fahre.
War ich auch Erster? Ja, Erster vom Schaden her. Und Erster vom Dingens und so. Das war toll. Wir hängen gleich mal eine Runde hinten dran, Leute. Wir sehen uns wieder. Bis gleich, Freunde. So, Dalle, willkommen zurück im Panzer 4H. Zweite Runde. Ja, wir sind auf Redshire in dem 6. Gefecht. Mit 7er, 7er Unterstützung sag ich schon. Mit 5 Unterstützung als 5er Panzerchen. Hätte mal schlechter treffen können. Das wird, glaube ich, irgendwie gehen. Zwei Aufklärer nur. Dafür dreimal Artillerie. Okay. Ein Eggbiss und ein T50. Ah, gut. Okay. Wir werden dann in die Mitte hochfahren. Da sind wir, glaube ich, am besten aufgehoben. Auf der Heavyline haben wir wenig verloren. Da haben wir nämlich eine UI als Gegner. Und ein T1. Überhaupt Heavys eher nicht so meins. Dass ich vorhin den... Was war das? Den Briten da auseinandergenommen habe mit einem Schuss. So hart getroffen habe. Das ist eher die Ausnahme. Ja, es wird mit gegen den UI nicht passieren. Nicht mal hinten. Und ich glaube auch gegen den T1 Heavy. Allerhöchstens hinten. Und da... Glaube ich nicht, dass ich da drum rumfahren kann. Ich bin nämlich nicht der Schnellste. Also Punkte Beweglichkeit hat der Panzer 4H einige Wünsche offen gelassen. Aber naja. Arti, Grille, eine Lev und ein AMX. Okay. Jo, Aufklärer. Was könnte wohl deine Aufgabe sein? Auf jeden Fall hinten stehen bleiben, nichts tun. Ne? Also nicht hier so eine waghalsigen Sachen wie aufklären oder so, um Gottes Willen. Das geht nicht. One shot, one kill. Das ist wirklich ein gemeines Ding, ja. Also. Unfair hoch 10. 320 Schaden mit einem Schuss ist ja okay, aber dann halt gleich das Fahrzeug komplett rausnehmen. Das ist schon ziemlich böse. Hallo, da war das Türmchen. Genau in Turm, oder genau in den Schuss gefahren mit seinem Turm. Da geben wir ihm nochmal einen in die Kette. Dann haben wir gleich nachgeladen und... Ne, ist vorher raus. Okay. So, da drüben geht es wieder zur Sache. Das heißt wieder. Halt so ein bisschen. Keine Ahnung, wo die Heavys sind. Einer ist schon raus. Unser Käfi hat sich tatsächlich dazu entschlossen, hier dem Aufklärungsauftrag ein bisschen nachzukommen. Finde ich interessant. Gab es eine Lohnerhöhung oder sowas? Boom. Okay, auf den habe ich eigentlich gar nicht gezielt. Ich habe ihn trotzdem rausgenommen. Wo bist du da? Kann ich leider nichts machen. Aber da hinten ist irgendwas offen. Ja, manchmal hilft es einfach nur zu locken. Okay, das sieht schon mal ziemlich frei aus. Panzer 4H ist ebenfalls durch. Wir werden hier mal so geschmeidig drumherum fahren. Ah, es kommt die Sonne raus. Und ich erstrahle. Hui! So. AT-8, das sieht mal ziemlich schlecht aus gegen den. Schade. Ja. Also die Munition fliegt extrem lange. Also wird nicht mit der Stoppuhr genommen, sondern mit der, ja, mit der Sanduhr, wenn mich hier alles täuscht. Zumindest getroffen. Hätte ich ein bisschen besser eingezielt, wäre vielleicht draus gewesen. Aber so war das nix.
Das ist wahrscheinlich zu weit weg. Okay, ist eh was dazwischen. Da ist der UI. Ah, hinten eine eingeschenkt. Gehen wir auf dabei, gehen wir nicht. Versuchen die Kette zu ziehen, damit wir noch ein bisschen Unterstützungsschaden einstreifen. 995 Schaden aktuell. Kette gezogen? Nee, nur kritisch. Kein Modul. Und den Kill holen wir uns, sehr schön. Jo. Da nochmal Schaden, 1377 sind es insgesamt. Irgendwo ist noch ein paar T-34, 85 M und ein M10. Ja, BFM, okay, das ist dieser französische TD, den es mal zu gewinnen gab, glaube ich. Von dem ich nichts abbekommen habe, unfairerweise. Den haben wir auch noch rausgenommen, 1377 Schaden plus ein bisschen was. Ist ja mehr geworden, war ja blind. Und wie viele Kills haben wir? 5. Ah, ein 6er Kill wäre noch schön. Dann hätte ich hier einen Krieger. Alter Panzer ist und bleibt einer meiner allerliebsten. Punkte Beweglichkeit, wie gesagt, ja, ist er nicht so doll. Die werden wohl durchcappen. Absolut in Ordnung. Auch wenn ich hier meinen 6. Kill nicht kriege, aber Cap gehört zum Spiel dazu. Es gibt extra Punkte. Es gibt... Nee, hättest du nicht rausfahren müssen, Dicker. Ich kriege jetzt eh den Kill nicht. Fahren drei Fahrzeuge rein, passt. Ist okay. Ist auf jeden Fall okay. Ist auf jeden Fall okay. Ich bin ja nicht so geil auf die Medaillen. Auch wenn es jetzt hier knapp war, aber mein Gott. Da machen wir uns jetzt nicht ins Hemd oder so, würde ich sagen. Das war wahrscheinlich auch wieder ein Einser. Bevor mich hier die Sonne komplett erwischt, die wird nämlich gleich hier so herumziehen und dann bin ich komplett weiß, hui, und so weiter. So, Blaupausenfragmente für Artillerie. Wieder ein Einser, eine Oskins-Medaille haben wir bekommen. Das ist meine vierte. Okay, drei Anleihen gibt es dafür und ein Überlegungsabzeichen Nummer 1, sehr schön, wir sind wieder auf Platz... Ne, wir sind auf Platz 2. Die Hellcat war besser. Hö. Hat wahrscheinlich die meisten ihrer Schaden noch selber gemacht, deswegen hat sie mehr Basics B bekommen, denn normalerweise, wenn ich ähnlich viel Schaden mache wie die Hellcat, die eine Stufe höher ist, müsste ich eigentlich von den Erfahrungspunkten her höher sein. Aber das ist natürlich Mumpe. So, 44.000 netto, 1,75 Kilometer sind wir gefahren, 6 Minuten hat es gedauert. Das Ganze, sehr feine Runde. So, wenn es euch gefallen hat, Leute, dann wisst ihr Bescheid, was ihr machen müsst. Ihr klickt da oben drauf, ihr macht da einen Haken dran und wie geil das ist und so weiter, bla bla bla. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Ich mache demnächst die Replay-Challenge fertig. Die kommt dann vermutlich morgen. Und jo! Falls wir uns nicht mehr sehen sollten, wünsche ich allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Feiert schön, sauft nicht so viel und wenn ihr doch so viel sauft, Leute, fahrt kein Panzer, auch kein Auto, kein Moped, kein UFO, nichts dergleichen, damit wir uns im neuen Jahr hier wiedersehen können. Ja, alles Beste nur von mir und wir sehen uns im neuen Jahr. Bis dahin bleibe ich natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.